Also meine Überlegung wäre, dass Magma Safe halt, wie gesagt, nur die Wände, Türen und so weiter betrifft auf derselben Ebene. Aber beim Boden kann ich es, wie gesagt, nicht genau sagen. Nach oben hin ist es auf alle Fälle egal, weil sonst wird man Glasboden nicht halten. Oder jeglicher Boden, den man über Magma mal baut. Jeder hat ja mal irgendwann mal einen Boden über Magma gebaut. Das ist ja zum Beispiel, gut, die Magma Forges, die werden sowieso alle automatisch aus Magma-Safe-Sachen gebaut. Da gibt es gar nicht die Möglichkeit, eine Magma Forge zu bauen aus einem Material, das nicht Magma-Safe ist. Ne, ein bisschen idiotensicher muss auch Dwarf Fortress sein, eben weil die Zwerge alle hauptsächlich Idioten sind. Aber es gibt halt manchmal manche Sachen, die probiert man erst gar nicht. Aber wenn die Frage erst mal gestellt wird, ist es interessant. Was theoretisch nicht mal schwer. So, warte mal. Also. Wir können ja mal kurz hier channeln. Na, warte mal. Wir channeln mal nicht ganz so breit. Channel mal hier so auf einer Dreierbreite. Channel das hier mal. Irgendein Zwerg soll ich das hier mal zurechtstellen. Dann gucken wir mal. Mika ist nicht Magma Safe. Da bin ich mir sicher. Nicht Stocks. Ich müsste jetzt bei Labor, Stone Use, Other Stone, Mika. Mika ist doch Magma Safe. Verdammt. Ich brauche nicht Magma Safe. Das wäre ja Granit. Da muss ich die ganzen Granit hier hinschleppen. Ob das jetzt so toll ist. Ja, Granit war noch nie Magma Safe. Ne? Granit. Nein, Granit war noch nie Magma Safe. Wir channeln das jetzt hier mal raus. Interessant, kann ich tatsächlich da chillen. Und dann machen wir hier mal Granitboden hin. Ich brauche ja theoretisch gar nicht so viel, ne? Immer so hier so ein 3x3-Feld, das reicht. Dann brauchen wir nicht so viele Granitsteine dahin schleppen. Dann machen wir dann Granitboden rein. Irgendein Zwerg wird hier nachher mutig hier mal reinbuddeln. Und die Magma hier ablaufen lassen, ne? Ist ja hoffentlich nicht so viel. Ist ja nur das kleine Loch hier. Und dann schauen wir mal, ob der dann entstehende Granitboden kaputt brennt oder nicht. Meine Vermutung wäre nein. Aber das heißt nichts. Ja, wie gesagt, der Granitboden, der macht mir halt Sorgen, weil der hätte dann hier auch weg sein müssen. Aber wie gesagt, weil da drunter halt nichts offen ist. Vielleicht deswegen nicht. Außerdem, Versuch macht klug, ne? Warum nicht sowas einmal rausfinden? So, jetzt haben wir wieder so eine riesige Feuerfliege aus Matsch. Und die ist giftig. Und sie kann anscheinend schwimmen. Ne, sie fliegt, okay. Und sie hat noch Rüssel. Ach, die Magma-Krabbe ist wieder da, ist okay. Das ist mühsam. Wie kommen wir hier durch diese Schicht durch? Ne? Da gebuddelt, da gebuddelt. Wir sind da schon sehr, sehr kreativ gewesen. Ja, versuchen kann man es. Das einzige Problem ist halt, dass sie jetzt unglaublich weit laufen müssen. Erstmal wegen dem Minern und danach halt auch wegen dem Setzen von den Bodenfliesen. Und der Rauch, deswegen geht die Frames runter. Das ist der Rauch und das Feuer. Wegen der Temperatur. Wenn ich die Temperatur ausschalte, wird es wahrscheinlich wieder anders laufen. Dann sollte sich das alles wieder entspannen. Dann sehe ich wieder nicht, wenn die Zwerge spontane Selbstentzündung haben. Können wir aber theoretisch schon mal testen. Wir haben aktuell 19. Wenn ich jetzt beim Game sage, Temperatur nein und fertig. Lass die Zeit laufen. Dann sollst du jetzt, glaube ich, auch wieder bei 30 oder etwas über 30 einpendeln, ne? Theoretisch. Ne, doch nicht. Es bringt nur 5 Frames.
Gut, weil der Rauch ja trotzdem noch berechnet werden muss. Ne? Nur das Feuer braucht er jetzt nicht. Doch bei 30, so. Aber jetzt wäre auch wieder die Frage, ob wenn ich die Temperatur ausstelle, dann überhaupt die Magma noch Sachen kaputt kriegt. Ob Magma Safe nicht einfach so bedeutet, sowas wie hitzebeständig. Wäre dann beispielsweise die nächste Frage. Aber wie gesagt, ich lasse die Temperaturen jetzt an. Wir haben ja Zeit. Das Spiel, das da braucht, muss man geduldig für sein. Und auf die paar Frames kommt es auch nicht an. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Das Einzige, wo es mich stört, ist hier oben. Weil es halt wird, wenn man länger drüber nachdenkt. Was ist denn hier schon wieder los? Dreieugige Echse mit Flügeln. Mit giftigen Stacheln. Wieder Cave 1. Cave 1 ist einfach das monsterverseuchteste Gebiet, das wir hier haben. Enttäuschend ist einfach nur, dass unser Glasmonster weg ist. Hat hier so schön alles umgebracht. Überall noch das Blut von allen möglichen Viechern, die es umgebracht hat. Und es selber ist halt weg. Irgendwo liegen noch die. Genau, hier liegt noch eine Leiche. Irgendwo liegt. Ach, irgendwo war die Kristallglasleiche von irgendeinem Biest. Ne? Wartet hier? Genau. Die müssen wir uns irgendwann noch abholen. Ich möchte unbedingt aus dem Kristallglas von diesem Vieh. Möchte ich was bauen. Ich weiß nicht, ob man das genau hinkriegt, aber es wäre theoretisch das einzige Kristallglas, das wir haben. Kann man sich da nicht einfach rangraben? Ach, scheiße, es liegt oben auf einem Pilz. Wo muss ich den Pilz fällen? Das ist noch eine Leiche. Überall, wie gesagt, die Leichen von Forgotten Beasts, weil das Grünglasmonster so effektiv war. Und es ist leider weg. Es ist leider weg. Ja, du, nein, du bist das falsch. Das ist ja das, dieser Lizard, ne? So, Held, Description, so, genau. Eine Riesenfledermaus haut schnell ab. Okay, hilft uns leider nicht. Darunter ist Wasser. Warum ist da drunter jetzt Wasser? Was nicht schlimm ist, weil das bedeutet nämlich nachher, wenn der Boden nämlich kaputt geht, müsste nachher da drunter, ob, müsste aus dem Granitboden müsste dann Obsidianboden werden. Beziehungsweise hier unten ein Obsidianblock draus. Wenn es hier oben kaputt geht. Wir lassen die beiden jetzt weg. Dann Construction Floor. Ich kriege Granit. So. Das kann jetzt dauern. Das Granitlager ist irgendwo hier unten. Genau hier. Dann heißt erstmal 130 Ebenen hoch. Rüber auf die andere Seite. 130 Ebenen runter. Da ist ein Zwerg erstmal ein paar Wochen beschäftigt, bis der Stein da ist, um einen Boden zu bauen. Wer ist jetzt schon wieder? Warum vermissen wir dich jetzt schon wieder seit einer Woche? Warum ist jetzt schon wieder ein neuer Dino da? Diesmal aber unten. Ich weiß nicht warum. Die ist halt jung gewesen, die Welt, ne? Ich weiß nicht, warum wir den Rekruten seit einer Woche vermissen. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier. Warum? Also er scheint tot zu sein. Hat doch irgendwo jemand, irgendein Peasant. Nein, den König nicht. Immer noch nicht. Irgend so ein Ranger hier, bitte sehr. Boah, wenn der natürlich jetzt mit irgendeiner Adamantium-Ausrüstung gestorben ist, ne? Wäre natürlich jetzt ein bisschen bescheiden. Wir haben jetzt die ersten vier Äxte sind fertig. Aber sie sind fertig. Die ersten Stahlrüstungen müssen auch fertig. Also die sind damit jetzt ausgestattet.
Jetzt wäre der Überlegung, ob man jetzt zum Beispiel sagt, man macht jetzt hier so etwas wie Steel High Boots. Man sagt dann jetzt zum Beispiel hier bei Equipment Details. Ja. Man macht aus den Iron High Boots jetzt Steel. Confirm. Das jetzt dann hier geändert? Ich habe es nicht gespeichert, ne? Dann bleibt es natürlich bei den Iron High Boots. Uniform Replace Closing. Ist richtig. Ich würde halt eigentlich gerne mir einfach nur eine Rüstung schnappen und ihr sagen, du jetzt anders. Also aus der Eisenbrustplatte oder aus den Eisenschuhen werden jetzt Stahlschuhe. Dann braucht man nicht immer eine neue anlegen. Da entweder gibt es eine Möglichkeit und ich finde sie nicht, oder es gibt keine und dann fände ich es schade. Aktuell bleibe ich dabei, dass ich schade finde, weil ich nur über das Squad-Menü und Equipment auf Equipment komme. Es war halt sonst, in Classic war es halt über das Military-Fenster, was ich sehr viel angenehmer fand. Doch meiner ist verschwunden. Warum verschwinden die denn schon wieder alle? Die brennt wahrscheinlich gerade da. Da liegt nämlich eine Eisenspitzhacke rum. Vielleicht versehe ich doch noch mein Magma gestolpert. Ist manchmal nicht so schön. Seid ihr jetzt hier fertig? Ja. Müssen hier jetzt mal. Diese Liste, ne? Solange ich. Hab ich jetzt. Naja. Ich dachte gar nicht, ich hätte wieder einfach so jemanden verurteilt. Das will, der Dungeon Master will einfach nicht zugeben, ne? Befragt er sich selber? Und verurteilt den, der nicht mehr da ist. Dann zählt es wenigstens als verurteilt. Jetzt haben wir die Liste wenigstens wieder klein. Und hier müssen wir dann gleich mal gucken. Irgendwer kämpft, eine Leiche. Ach. Ich könnte nicht einfach jeder Kotze, Blut, sehr schwer verletzt, kann nicht atmen, kann nicht stehen, kann nicht greifen. Das Zwergenkind schmeißt ein Tantrum 55 Mal in Folge. Irgendjemand ist jetzt hier tot. Der ist auf alle Fälle wirklich tot. Die anderen beiden werden bisher nur als vermisst gemeldet, auch wenn sie wahrscheinlich wirklich auch selber tot sind. Aber aktuell gibt es dafür keine Zeugen. Ich kann das auch nicht wegschmeißen, weil einfach Tantrum. Tantrum, Tantrum, Tantrum. Ich arbeite hier heute gar nicht mehr, sagt sich das Kind. Ich möchte Stress schieben. Entschuldigung. Die Sandbeutel liegen jetzt auch schon einfach so in der Ecke. Wir tun einfach so, als würden die Zwerge sich nicht streiten, indem wir uns einfach auf einer Ebene aufhalten, wo alles gut ist. Hier unten zum Beispiel. Hier sieht alles gut und friedlich aus. Hier sind wir gern. Ich könnte natürlich jetzt hier oben von hier oben wieder alles channeln, ne? So nach und nach einfach runter channeln und gucken, was da ist. Problematisch ist, wie gesagt, nur das bösige Tier, was wir nachher vielleicht da unten finden könnten, ne?
Die armen Zwerge. Man sieht schon, wie schnell sie sind. Die schleppen einfach die ganzen Granitblöcke hier gerade runter. Und denken sich, boah, was soll hier denn Episches gebaut werden? Und nachher ist es eigentlich nur ein, ja komm, vor allem, es ist, glaube ich, einfach auch eine richtig scheiß Arbeit. Weil, wenn wir das mal ehrlich sind, du kommst hier runter. Alles voller Rauch. Am Arsch der Welt, Magma nebenan, alles unglaublich heiß, verraucht, Feuer. Und dann sollst du einfach mal im Boden reinziehen und das einfach nur zum Testen. Einfach nur so, weil irgendjemand Lust hat zu sagen, ich möchte nur mal gucken, ob der Boden Magma aushält. Da denken die sich doch auch so voll. Gut, dass sie das nicht wissen, die Zwerge, ne? Andere Zwerge bauen epische riesige Hallen aus Glas und die bauen irgendwo einen Granitboden hin, der nachher eh nur mit Magma geflutet werden soll. Wir kommen gut voran. Aber es wird heute noch nicht klappen. Das nervt mich. Aber gut. Dann kann ich alles haben. Ihr könnt auch die Edelsteine direkt mitnehmen, ne, wenn ihr eh wieder abhaut. Lassen sie einfach hier liegen. Das verstehe ich eh nicht. Also theoretisch müsste man sagen, wenn die Zwerge jetzt zum Beispiel irgendwo minern und sagen, okay, ich mache Feierabend, die können auch wenigstens auf dem Weg, ne, einen Stein mitnehmen, so einen Edelstein. Muss ja nicht der große Granitblock oder sowas sein, aber so einen Edelstein können sie doch mitnehmen. Ne, das ist genauso wie wenn die Kinder beim Essenstisch aufstehen, sollen sie auch den Teller mitnehmen und zumindest zur Spüle tragen. Dann müssen sie auch nicht stehen lassen. Ne? Wenn sie eh daran vorbeigehen, können sie auch was mitnehmen. Wird es hier oben weniger? Kriegen wir ein Essensproblem? Nein, kriegen wir nicht. Okay. Also Essensproblem können wir eigentlich eh nicht kriegen, weil die ganzen Plumpelmes haben wir ja in Massen. Die kaufen wir ja auch ständig mal wieder.